Jeden Tag wirken sich unsere Entscheidungen auf die Umwelt aus. Alles, was wir tun, wie wir wohnen, was wir essen oder wie wir von A nach B kommen, hinterlässt einen ökologischen Fußabdruck auf der Erde. Unser Planet hat leider nur eine begrenzte Kapazität und Ressourcen, um das Leben, so wie wir es kennen, zu ermöglichen. Um in Zukunft und gerade auch heute schon gegen den Klimawandel anzukämpfen, ist es unbedingt notwendig, dass wir unseren individuellen Fußabdruck reduzieren. Falls du nicht weißt, wie sich diese berechnet, dann recherchiere doch einfach mal ökologischer Fußabdruck im Internet. Dort findest du einige Rechner, mit denen du deinen persönlichen Fußabdruck berechnen kannst und siehst auch gleich schon, welche Komponenten mit einbezogen werden. Wusstest du außerdem, dass die Masse der Menschen bereits die Biomasse der Fische in den Meeren übertrifft? Und bei einer Prognose des Bevölkerungswachstums ist bis jetzt eher wenig positive Aussichten dem gegenüber in Sicht. Hätte die Bevölkerung meinen persönlichen ökologischen Fußabdruck, bräuchten wir sogar auch mehr als zwei Erden. Also auch ich kann noch einmal an Umwelteinflüssen arbeiten und sie verbessern. Wenn wir also alle ein bisschen einsparen und versuchen, in den Dingen, wo es möglich ist, unseren Fußabdruck zu verringern, haben wir gemeinsam einen großen Einfluss auf unsere Erde und unsere Zukunft. Jeder und jede einzelne von uns hat die Macht, etwas zu verändern. Also das nächste Mal auf das Stück Fleisch verzichten oder lieber das Fahrrad nehmen. Vor allem, wenn ihr hoffentlich so ein schönes Wetter habt wie ich.